Hallihallo und willkommen zurück. Wir haben jede Menge Bilder das letzte Mal entwickelt. Und jetzt habe ich ja gemeint, wir rennen noch mal ganz kurz durchs Haus, um zu schauen, ob wir diesen Schlüsselbund irgendwo finden. Aber ich befürchte, der wird jetzt noch nicht aktiv irgendwo zu finden sein. Denke, wir werden erstmal zur weißen Frau gehen müssen. Aber ich renne mal schnell durch. Ob wir noch irgendwo die Möglichkeit haben, eine Schublade oder irgendwas zu öffnen. Irgendwas anzusehen. Bücher, Bücher und noch mehr Bücher. In unserer Villa müssen es sogar noch viel mehr sein als hier. Okay. Ich laufe nur mal ganz schnell ab. Warum sollte man Schlüsselbund hier hinhängen? Nee, macht gar keinen Sinn. Hallo, Schwesterherz. Es ist immer noch makaber, dich hier immer zu sehen. Aber makaber wird's, wenn ich dich auf einmal nicht mehr sehe. Auch nirgends, wo war's, ne? Nee, da wird mir nichts angezeigt. Ist hier vielleicht eine Speisekammer irgendwo? Nee. Auf dem Tisch liegt es auch nicht. Hat es hier irgendwo rein? Nein. Ja, ich befürchte, wir müssen erst zur weisen Frau. Haben wir hier noch was? Hier ist der Schallplattenspieler. Die einzige Möglichkeit wäre doch hier in diesem Raum noch. Oh, guck mal. Schmetterlingsnetze. Die armen Geschöpfe. Ich hatte so viel Spaß mit ihnen. Ja, bevor oder nachdem du sie da reingeknallt hast. Ja, ich glaube, sie war das gar nicht, ne? Das war ja ihr Vater. Ist aber auch nichts. Überall diese Pillen. Auch kein, man könnte ein Foto machen, Symbol. Boah, ey, diese Treppe, ne? Die macht mich ja kirre. Ist aber auch nada, nothing. Niente? Nope. Sieht so ein bisschen aus, als ob ihre Mutter sehr schnell hier weg wollte. Also so fein säuberlich liegt das nicht drin. Also hier ist auch nichts. Da würde ich sagen, gehen wir zur weisen Frau. Ich habe mein Bestes getan. Hier würde auch nicht hängen. Und hier im Badezimmer wird es auch nicht sein. Nee. Dann würde ich sagen, rennen wir oder fahren wir zur weißen Frau, wie auch immer das jetzt aussehen wird. Wie auch immer wir jetzt diese weiße Frau finden werden. Das wird eine ganz spannende Geschichte, glaube ich. So, jetzt hieß es ja, mit dem Fahrrad können wir hier Abkürzungen nehmen. Moment, ich fahre selber? Ach. Du heilige Kacke. Wo ist denn die weiße Dame? Geh zum See. Komme ich da überhaupt mit dem Fahrrad hin? Wenn ich da lang fahre? Nee. Ich muss doch wieder zum Wald. Was ist denn eigentlich hier hinten? Ich würde mal kurz ablaufen wollen. Also gut, wie steige ich denn jetzt wieder ab? Stopp mal. Langsamer werden, ist es gut? Ach so. Wir laufen mal ganz kurz hier außen rum. Nehmen wir den langen Weg zum See. Wir sind doch hier richtig, ne? Genau. Ich würde nicht mal schnell schauen wollen, was hier unten ist. Ist hier irgendwas Besonderes? Vielleicht irgendwas mit Fotos wieder machen oder sowas? Ach, guck mal, das sind Tiere. Hallo? Ein alter Generator. Hallo? Warte mal, ihr seid Ziegen. Die Hörner gerade waren sehr verwirrend, dass sie so geradlinig sind. Und die
Kuh, die macht Mu. Die Kühe. Das müssen Cinzia und ihr kleines Kalb sein. Cinzia, hast du da auch noch was zu sagen? Ja. Es hat immer Spaß gemacht, beim Melken der Ziegen zuzusehen. Ich war immer so aufgeregt und machte Nanny damit verrückt. Ja, das ist ja... Ich finde das auch immer aufregend, wenn ich Ziegen melke. Oh, was haben wir hier? Der Kasten ist leer. Der Telegraph wäre in der Nähe installiert worden. Oh, kleine Häschen. Hallo. Man hätte euch ja wenigstens mal ein bisschen, ein klein wenig Strom mit reinlegen können. Das finde ich aber echt, das finde ich nicht gut. Vor allem so beengt. Ach, die armen Viecher. Das ist noch ein alter Sattel. Hallo, kleines Kälbchen. Hallo, große Kuh. Na, darf ich dich streicheln? Nein? Okay. Kann mal einer die ganze Kacke da wegmachen? Also ich, oh, dass sie immer in ihrer Scheiße stehen müssen. Als ich klein war, hatte ich Angst vor Tieren. Ich habe mich ihnen nie allein genähert. Da scheint auch nicht zu sein. Und hier ist ja dieser Ding. Okay. Na dann, auf zum fröhlichen Abenteuer. Ich würde jetzt... Also... Kann ich theoretisch mit dem Fahrrad fahren? Ich würde es einfach mal... Ja, dann müsst ihr die Treppe runter und alles. Ach komm, ich lauf. Vor allen Dingen würde ich mal den Umweg da gehen wollen. Ich würde hier mal lang gehen wollen. Hier und hier so außen rum und dann den Weg lang. Okay, merken wir uns, wir müssen die erste Abknick nach links. Und dann einfach dem Pfad folgen. Ah, da ist der Abknick schon. Ist ja gar nicht so weit. Und jetzt sind wir schon auf dem richtigen Pfad. Nein. Wo sind wir denn jetzt? Da ist nichts. Ich habe mich verfranst. Geht es schon gut los? Ach nee, wir sind auf... Ah, jetzt sind wir auf dem richtigen Pfad. Oh, da ist ein Kreuz. Also ein Grab. Das ist ein beunruhigender Ort. Ich war nie hier, als ich klein war. Denn Nanny hat mich ferngehalten. Steht da irgendwas auf den Kreuzen? Namenlose Kreuze. Ja, Moment mal. Drei Gräber, ein kleines Grab und zwei große. Könnten das die Eltern sein und das Kind? Irgendwie sowas? Die sind noch richtig, ne? Das sieht aber schon cool aus. Wo sind wir denn hier gelandet? Was ist das? Das war früher nicht da. Wie komme ich da rein? Ein anderer Eingang vielleicht? Ist das jetzt eine offizielle Quest? Nee. Optionale vielleicht. Was ist denn das? Es sieht aus wie eine... Also... Gebetsstätte? Aber ein bisschen sieht es auch aus wie so ein Mausoleum. Wo laufe ich denn gerade lang? Ich laufe hier oben, okay. Ich laufe den Pfad... Moment, geht es dann hier nicht mehr weiter? Ah ne, Tatsache. Kann ich da irgendwo von oben reintroppen? Da komme ich gar nicht lang. Jetzt bestimmt noch irgendwo im Haus einen geheimen Durchgang oder so. Nee, da kommt man nirgendwo lang. Ja, und jetzt laufen wir wieder zurück.
Okay, merken wir uns. Wir haben so eine kleine Gebetsstätte im Mausoleum irgendwas gefunden. Da ist die Brücke. Da wollen wir hin, ne? Laufen wir geradeaus und dann würde ich hier mal schauen wollen, hier, was da eigentlich ist. Das heißt, wir nehmen die nächste Abzweigung nach links. What? Okay, jetzt bin ich aber echt erschrocken. Was ist hier los? Was machen die Soldaten da? Es ist gefährlich, ich weiß, aber ich will ihnen folgen und sehen, was passiert. Bitte? Dann folgen wir. Boah, ey, ich erschrecke jedes Mal, wenn die schießen. Ja, okay. Da wollten wir eh hin. Ich hab's befürchtet, dass da was sein wird. Wahrscheinlich haben jetzt die Soldaten die Partisanen erschossen. Wieso komme ich da nicht hin? Ach, da. Ja, ich hab's befürchtet. Alter, was haben die... Oh mein Gott, was haben die mit dem armen Kerl gemacht? Oh Gott, bitte nicht. Lapo. Das ist Lapo. Mein lieber Freund. Was haben sie dir angetan? Dein Taschentuch war das Symbol für deinen Glauben. Lass mich wenigstens das von dir haben. Das ist der Stoff, den auch die Mutter hat. Das ist der Stoff, den wir fotografiert haben. Und er hat einen Zettel verloren. Liebe Julia, bist du überrascht, dass ich dir schreibe und dich nicht für tot halte? Alle nennen dich jetzt Martha, oder? Ich kenne dich nur zu gut. Ich werde nie verstehen, warum euch sonst niemand auseinanderhalten kann. Nicht einmal deine eigenen Eltern. Martha ist weg und ich kann mich damit einfach... Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße, scheiße, scheiße. Was machen wir jetzt? What? Was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße, lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. Was zum Henker? Ich dachte mir, ich sterbe. Aber seltsamerweise hatte ich keine Angst. Tatsächlich war ich sogar fast erleichtert. Als ich zurückgekehrt war, befand ich mich wieder inmitten eines Albtraums, dessen Bedeutung mir zu der Zeit nicht klar war. Okay. Was ist, wenn ich Mama mache? Ist auch falsch, okay. Okay, dann Martha. Komm. Ach nee, ich gebe dir, weil... Oh, sorry, mein Fehler. Okay, Martha. Ich gebe dir.
deine oder dein Schicksal. Fuck. Okay, nochmal. Martha, ich gebe dir deine Erscheinung. Jetzt sehe ich mit meinen Augen. Was zum Henker? Schwestern waren dazu bestimmt zu sterben. Julia, die eine Schwester, und bald darauf Martha, die zweite. Als ich Julia zu mir holen wollte, fand ich eineige Zwillinge vor, die nicht zu unterscheiden waren. Da sie noch so jung und unschuldig waren, hinterfragten sie meine Existenz. Julia, kommt mit mir, forderte ich, aber beide behaupteten, Martha zu sein. Ich erklärte, dass Marthas Schicksal schon bald dasselbe sein wird und ihre Spielchen nutzlos waren. Ich hatte keine Zeit für sowas. Der Krieg hielt mich so auf Trab. Aber sie gaben nicht nach und beharrten stattdessen weiter darauf. Können wir dir gemeinsam folgen? Nein, unmöglich. Bist du sicher, dass auch Martha bald sterben wird? In Kriegszeiten ist nichts sicher. Was, wenn die Falsche mit dir geht? Dann hättet ihr den Tod ausgetrickst. Eine würde ungerechterweise sterben und die andere würde ihr Schicksal nur hinauszögern. Sie unterhielten sich lange, dann umarmten sie sich, und eine von ihnen kam auf mich zu und sah mich mit einem festen, fast bedrohlichen Blick an. Ich vermutete, dass es Martha war, die sich opferte, um ihrer Schwester mehr Zeit zu schenken. Ich hatte den Betrug aufgedeckt, aber schwieg darüber. Niemand lügt dem eigenen Tod ins Gesicht. Nun fragte ich sie, wofür sie sich entschieden haben. Wir haben das losgezogen, indem wir ein Medaillon geworfen haben, sagten sie leise. Sie hatten sich also auf das Schicksal verlassen. Wie naiv. Sie wussten nicht, dass das Schicksal seine ganz eigenen Regeln hat. Außerdem ist es mein Verbündeter.
Meine Arbeit war also getan. Sie musste tatsächlich Julia sein. Aber was ich nicht wusste, das Medaillon hatte auf beiden Seiten denselben Namen eingraviert. Marthas. Meine Befürchtung war also richtig. Sie waren schlau und hatten sowohl das Schicksal als auch mich getäuscht. Eins ist sicher. Ich werde die Dinge wieder gerade rücken. Ich werde meine Ignoranz korrigieren und dem Schicksal dessen Augenbinde zurückgeben. Oh, oh, oh. Mist, das tut so weh. Ich kann kaum atmen. Wow. Das Spiel überrascht mich doch auf mehreren Schichten. Okay, das mit dem, also mit dem Schuss, dass ich angeschossen werde, hätte ich ja niemals mit gerechnet. Das war so cool und geil inszeniert. Vollsten Respekt. Und das mit dem Tod, dass er auch da in der ganzen Geschichte mitspielt, ist natürlich auch sehr interessant. Okay, ich würde mal ganz kurz in Julias Schrank schauen wollen. Wir haben jetzt das Begräbnis vor der Tür. Nein, nein, meine Tasche ist nicht hier. Mein Tagebuch. Lapos Brief. Wie geht es ihr? Wie geht es meiner Tochter? Bitte, Doktor. Erzählen Sie mir gute Neuigkeiten. Es ist ein Wunder, dass sie noch am Leben ist, Erich. Aber sie wird wieder gesund. Jeder Tag geht weiter. Die Tage. Da liegen auch diese Tabletten, und zwar jede Menge. Krass. Wir ziehen uns wieder was von Martha an. Achso, Moment, dann lauschen wir erstmal. Die Kugel hat ihr Herz verfehlt und ist über ihre Brust wieder ausgetreten. Es ist unglaublich, dass ihre Lunge, ihr Herz und ihre Wirbelsäule nicht getroffen wurden. Sie hätte gelähmt werden oder sterben können. Aber zum Glück geht es ihr gut. Ich habe sie gründlich untersucht. Sie hat nicht einmal viel Blut verloren. Sie hatte sehr viel Glück. Und sie auch. Ja, sie hatte Glück, dass Irene im Wald spazieren gegangen war. Denn sonst... Sonst wäre sie definitiv verblutet. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist alles... Das ist zu viel auf einmal. So viel Tod und Leid. Machen Sie sich keine Sorgen, Erich. Sie ist jung und wird sich schnell erholen. Ich werde sowieso den ganzen Tag hier sein. Danke, Doktor, für alles. Macht es Ihnen etwas aus, mit mir mitzukommen, um meine Frau vom Friedhof abzuholen? Die Beerdigung fängt bald in der Kapelle an. Natürlich nicht. Nach Ihnen. Bei all den Vorbereitungen für die Beerdigung in der Kapelle will Irene, dass alles perfekt ist. Es ist ihre Art von Bewältigungsstrategie, damit sie nicht über all das nachdenken muss. Sie ist eine Frau, die viel gelitten hat. Zu viel. Also. Was zum Teufel war das jetzt gerade mit dem Raben? Oder mit der Krähe? War das eine Krähe oder ein Rabe? Die Krähe, oder? Hat die den kleinen Vogel kaputt gemacht? Also, getötet? Was ging hier ab? Okay, jetzt ziehen wir aber das mal an, oder?
zur Beerdigung. Ich würde gerne einen Moment mit meiner Schwester verbringen. Nur ich und sie allein. Bevor die Leute zur Beerdigung kommen und sie dann wegbringen. Und gerne, machen wir noch. Und, sorry, aber mein Vater ist ein sehr komischer Mensch. Ich meine, er ist General. Er bestimmt über Truppen, hat bestimmt, dass alle erschossen werden, die in dem Dorf, Städtchen sich blicken lassen und nur aus Fenstern rausgucken. Macht Jagd auf die Partisanen, lässt die eiskalt verstümmeln. Und dann erzählt er was mit schrecklichem Leid und bla bla bla. Hallo? Du bist der, der gerade extrem viel Leid verbreitet. Und zwar unfassbar viel Leid. Also das kaufe ich ihm nicht ab. Und vor allen Dingen, er ist ein General. Diese Stimme passt einfach nicht. Oder diese Stimmart, dieses langatmige. Da ist meine Tasche. Das ist die Tasche, okay. Dieses langatmige, dieses etwas, das hört sich so ein bisschen an, als ob er echt so ein seniler, alter, ganz süßer, netter Opa ist, hört sich das ein bisschen an. Das passt nicht. Der müsste eigentlich voll hier, Chaka, er ist General, er befiehlt Truppen und Labus Brief drin. Und entscheidet über Tod und alles Mögliche. So, jetzt lesen wir den Brief mal fertig. Ui, wir haben noch jede Menge hier. Machen wir jetzt mal den Brief. Liebe Julia, bist du überrascht, dass ich dir schreibe und dich nicht für tot halte? Alle nennen dich jetzt Martha, oder? Ich kenne dich nur zu gut. Ich werde nie verstehen, warum euch sonst niemand auseinanderhalten kann. Nicht einmal deine eigenen Eltern. Martha ist weg und ich kann mich damit einfach nicht abfinden. Ich muss mich versteckt halten und kann leider nicht zu dir kommen. Auch wenn ich nichts lieber machen würde, als dich festzuhalten und gemeinsam zu weinen. Ohne Worte. Ich will dir einfach nur nah sein. Können wir uns heute Abend in der Scheune treffen? Ich gebe mein Bestes, gegen Mitternacht da zu sein. Lass dich davon nicht beunruhigen. Aber falls etwas passiert, erinnere dich bitte an diese Nummer. 6934. Er wusste, dass er in ernster Gefahr war. Aber was ist mit dem Brief? Ich hatte ihn in der Hand, als die Soldaten weggerannt sind. Mama hat mich gefunden. Und wenn sie ihn gelesen hat, sie hasst Lapo. Und jetzt weiß sie bestimmt, wer ich bin. Nein, nein. Sie hätte mich wahrscheinlich dort zum Sterben zurückgelassen. Sie hat lieber keine Tochter als die falsche. Bevor ich ohnmächtig geworden bin, muss ich ihn zurück in meine Tasche gesteckt haben. Es gibt keine andere Erklärung. Okay, warum hasst die Mutter eigentlich Julia so sehr? Und diese Nummer hatten wir doch schon mal gesehen, oder? Wir können nicht telefonieren. Definitiv. Pass mal auf, wir hören uns, oder beziehungsweise wir gucken uns noch die anderen neuen Sachen an. 19. Juli. Ich habe die Kameras vom See eingesammelt und mir eingeredet, dass ich es war, die Martha verletzt hatte. So sehr, dass ich auf dem Heimweg mit den Filmrollen im Gepäck noch einen schrecklichen Traum hatte. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, schlafen gegangen zu sein. Gleich nach dem Aufwachen habe ich den Film entwickelt. Die Fotos konnten bestätigen, dass meine Erinnerung an diese Nacht richtig war. Das war eine ganz schöne Erleichterung. Ich habe beschlossen, zurück zum See zu gehen, um zu versuchen, mit der weißen Frau zu sprechen. Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich bekomme den Gedanken nicht aus dem Kopf. Ich muss wissen, was mit Martha passiert ist. Also muss ich jeden möglichen Weg verfolgen, auch den des Wahnsinns. Hat jetzt eigentlich die weiße Frau ihn geholt, unseren Liebsten? Oder habe ich mir das jetzt, oder haben wir uns das quasi im Wahn eingebildet? Okay, da ist nichts Neues. Wir legen jetzt noch einmal die Tarotkarten. Was mich mal interessieren würde, diese Zufallsentscheidungen, sind das wirklich Zufallsentscheidungen oder ist es im Prinzip eigentlich schon vorgegeben, dass es egal ist, wo ich hinklicke und es kommen eh immer diese Karten? Wisst ihr, was ich meine? Dass es einfach vorgegeben ist im Spiel, was jetzt kommt. Egal was ich klicke, es kommen immer die gleichen Karten. Ja, das gucke ich mir, glaube ich, mal im anderen Let's Play mal an, ob da was anderes kommt. Die Hohe Priesterin.
der Mond. Die Herrscherin. Ich muss über das Äußere hinaussehen. Es gibt jene, die mich verraten und schlecht über mich reden, aber jemand wird mir den richtigen Rat geben können. Das sehe ich jetzt aus diesen Karten. Okay, nehme ich so hin. So, meine Freunde, es ist schon wieder soweit. Die halbe Stunde, das vergeht ja wie im Fluge hier. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Da liegt eine Schüssel auf dem Boden. Okay, warum auch immer. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.